Moin und hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Lars hier. Heute mal wieder im gedeckten Outback. Ein kleines Update zur Windanlage. Bis jetzt bin ich ein Stückchen weitergekommen. Habe den Brückengleichrichter mit einem Elektrolytkondensator, also mit dem sogenannten Elko, weiter ausgestattet. Und hat soweit auch funktioniert. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen leider nur nachts stramme Winde gehabt. Weit ging es leider aus der falschen Richtung, so hat das Wohngebäude, der Wohnblock hier mehr im Windschatten gestanden, zumindest das Windrad im Windschatten, aber ich habe nur über den Anschluss der drei Phasen von der Windanlage auf den Brückengleichrichter, der dann den Wechselstrom auf Gleichstrom wechselt, vornherein schon über 20 Volt gehabt und habe dann noch den Elko zugeschaltet, der am Brückengleichrichter auf die Gleichstromphase Minus und Plus auch seitenrichtig Minus, Minus, Plus, Plus angeschlossen wird, um die Spannungsspitzen beim Wechselstrom zu glätten. Deswegen nennt man so einen Elektrolytkondensator, so einen Elko auch Siebkondensator, weil er eben die Spannungsspitzen raussiebt. Somit hämmert beim Phasenwechsel die pulsierende Stromspannung, die anliegt, nicht so auf dem nachfolgenden Regler ein. Und ich habe einen Solarregler, keinen Windregler, sondern einen Solarregler hinter dem Brückengleichrichter geschaltet. Der Solarregler, ein ganz einfaches Produkt, ein ganz einfacher MPPT-Regler von Berger, Camping Berger. Und ich wollte meinen guten Victron 7515 Smart Solarregler nicht aus dem Bus ausbauen, um das zu experimentieren, sondern einfach erstmal nur einen No-Name-Regler nehmen, ob das mit meiner Phase, wie ich das dachte, dann auch so hinkommt, dass ich mit einem Solarregler, Gleichstromeingang, auch die Batterien laden kann. So, also nach dem Brückengleichrichter habe ich natürlich über 20 Volt raushauen können. Damit müsste ein Solarregler im Eingang in der Lage sein, den zu regeln. Und das Experiment in der Final Edition steht noch aus, weil wir im Moment falsche Windrichtung und zu wenig Wind haben. Ausnahmsweise haben wir jetzt mal ein bisschen Sonne. Heute Morgen hat es schon alles so ein Graupelschauer gegeben. Es hat die Tage auch gefroren nachts mit Eiskratzen. Komplette Programm. Aber ich halte euch da noch auf dem Laufenden. Weil der 0815 Solarregler, das wie ich es geschaltet habe, was ich dann in späteren Videos nochmal genau detailliert zeige, funktioniert auch. Er ist auch in den Lademodus gegangen, aber den 0815 einfachen Regler, den kann ich so nicht auslesen, welche Ampere, welche Wattwerte, welche Ladespannung anliegt. Das kommt noch. Was ich heute einfach nur noch mal nahelegen will, ist, ich hatte heute Morgen, als ich mit dem Bus unterwegs war, auch wieder so eine unnötige Situation. Ich fahre auf einer außerorts, auf einer Landstraße, jedoch in der 50er-Zone. Und auf dem Samstagvormittag ist immer ein gewisser Verkehr hier im Landbereich, weil viele Leute zum Einkaufen fahren. Und hatte dann folgendes Erlebnis gehabt, dass ich vorfahrtberechtigt auf der Landstraße außerorts gefahren bin und aus einer Seitenstraße, aus einer, Industriegebietstraße, wo Discounter und andere Geschäfte anliegend sind, kam ein älterer Mann mit seinem Opel Corsa ausgebogen und zwar so knapp vor dem
Bus rausgefahren, dass ich nur noch rechts ins Bankett ausweichen konnte, in die Grünfläche rein. Hatte zum Glück kein Fahrzeug, Kontakt mit irgendwelchen Verkehrsschildern oder ähnliches. Auch in diesen Affekten, in dieser Schrecksekunde auf die Hupe drücken und so. Das hat bei dem anderen Verkehrsteilnehmer, den ich zum Glück nicht getroffen habe, das war aber auch nur so ein Stück, der hat es gar nicht gemerkt. Der ist einfach stur weitergefahren und erst bei der nächsten Ampelkreuzung, bei einer Rotphase, stand er auf dem Geradeausstreifen, ich auf dem Linksstreifen, bin ich ausgestiegen, habe an eine Scheibe geklopft. Der ältere Mann, der hat es gar nicht gemerkt. Der wusste nicht. Der wusste auch gar nicht, was ich von ihm wollte. Ich wollte ihn aufklären darüber, das hat er gar nicht verstanden. Und das ist so eine Sache, wo ich nochmal eindringlich darauf hinweisen möchte, holt euch eine Dashcam. Eine vernünftige Marken-Dashcam mit einer extrem hohen Auflösung, auch mit Features. Und was wichtig ist bei Dashcams, wenn es zum finalen Abschuss kommt, Dashcams sind rechtsverbindlich verwertbar. Letztendlich entscheidet das der Verkehrsrichter oder die Polizei. Aber damit es verwertbar ist, muss auf der Dashcam ein Datum erkennbar sein, geografische Lage, Längen- und Breitengrade. GPS-Signal muss natürlich anliegend sein, eben für die Längen- und Breitengrade der Örtlichkeit, wo man sich befindet, beziehungsweise auch über das gefahrene, nachweisbare Geschwindigkeitssignal. Eine normale Dashcam, die nur bunte Bilder aufnimmt, bringt euch nicht viel weiter. Man kann vielleicht bei einer Versicherung dadurch vielleicht einen Schaden besser erklären, aber bei einer rechtlichen Auseinandersetzung hat das keinen Bestand. Da müsst ihr tatsächlich GPS-Signal haben, Datum, dann muss auch in dieser Infozeile drin stehen, in welchem Fahrzeug, also bei mir ist es dann das Kennzeichen, was hinterlegt ist. Das muss alles erkennbar sein, damit es frei zuzuordnen ist. So, Dashcams sind unwahrscheinlich wichtig. Es gibt Systeme für 100 Euro, 150, für 400 Euro. Ich habe eine Ventru N4, hat auch richtig Geld gekostet, aber es sind drei Kamerasysteme, eine nach vorne, eine nach hinten, eine in Innenraumüberwachung mit Kollisionserkennung und Erschütterungssensor. All diese Features sind zum Vorteil und sollte man sich zulegen. Und auch wenn der Preis im Rahmen erstmal dort steht, man sollte etwas dabei haben und nicht brauchen, als wenn man etwas braucht und hat es nicht dabei. Und selber muss man auch gar nicht Auslöser oder Ursache eines Crash oder eines Unfalls oder einer finalen Rettungsschuss sein. Es kann auch immer der andere Verkehrsteilnehmer sein. Nur zum Nachweis, zur Information, sollte man, wie es abgelaufen ist, sich auf jeden Fall eine Dashcam zulegen. Und auch hier, Dashcams sind zulässig. Aus einem einfachen Grund, die Begründung liegt darin im Rechtlichen, die Persönlichkeitssphäre von anderweitigen Verkehrsteilnehmern werden nicht verletzt, weil der Hintergrund ist, dass eine Dashcam nicht fokussiert, gezielt einzelne Leute verfolgt und sie dabei filmt oder aufnimmt, sondern es ist ein momentan ungeplantes Geschehen, was vor der Kamera oder hinter dem Fahrzeug, hinter der Kamera passiert, und diese Momentaufnahmen gelten nicht zur Verletzung der Privatsphäre. So, das war's eigentlich. Windanlage-Projekt geht weiter und halte ich euch auf dem Laufenden. Dashcam, holt euch was, informiert euch im Internet und ja, gerne wieder rege teilnehmen an den Kommentaren, gerne den Kanal abonnieren, Videos liken, wegen der Suchstatistik, wegen dem Algorithmus. Und was haben wir noch? Nächstes Thema, Druckluftkompressor, Druckluftkessel am Buchanka, im Buchanka drin, am Buchanka dran. Und da habe ich noch
viele Dinge noch mit Gary, mit Marco und mit Alex, Zweitaktkombinat 1. Der Alex baut sich gerade ein Druckluftsystem, baugleich wie ich mir das auch denke. Wir haben dann ein bisschen uns miteinander ausgetauscht für Druckluft-Tools, für unterwegs, wenn man im Outback ist, dass man Reifen aufpumpen kann oder pneumatische Fahrzeugheber, Schlagschrauber und so weiter. Mit Rücksicht auch auf das Gewicht. Ein System sind wir gerade am Rumfummeln, was uns draußen im Dreck spielen einiges erleichtert. Das aber in den nächsten Videos. Bis dann. Tschüss.